Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Wir haben beim letzten Mal Tancred gerettet, beziehungsweise ihn wieder gefunden. Haben die Krieger der Dunkelheit, denen sind wir begegnet. Und wir haben am Ende der letzten Folge noch gesehen, wie Emmerich, beziehungsweise wie ein Attentat auf ihn ausgeübt wurde, was natürlich nicht so geil ist. Jetzt müssen wir nach Ishgard. Da jetzt der Drache Vidovnir eigentlich nach Ishgard kommen wollte, um den Drachenkrieg... Oh, Schluck auf. Um den Drachenkrieg zu beenden, allmählich zu beenden. Im Guten natürlich. Und ja, Emmerich wurde jetzt hingerichtet. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. So, auf zu Alfino. Alles klar, dann wollen wir mal, oder beenden wir sogar dann die Quest, mit Lucia sprechen. Ja, wir sollen jetzt eigentlich zu Emmerich, aber wir wissen anscheinend noch nicht, dass ein Attentat ausgeübt wurde. Und es könnte sein, dass wir diese unschöne Nachricht jetzt erhalten werden. Alles klar. Also hier in der Stadt geht auf jeden Fall alles drunter und drüber gerade. Mit wem sprechen? Mit Lucia. Dem Feuerteufel auf der Spur.
Gut, jetzt dürfen wir uns ein bisschen umhören. So, wo dürfen wir genau hin? Da, für Ruderzeile. Sehr schön, können wir importen. Emmanuel, da ist er. Gut, wir trennen uns. Okay, mit denen müssen wir sprechen. Gut. Ja, das können wir, denke ich mal, laufen. Mit der Schönheit, mit Mali und dem Priester. Die drei Personen klappern wir jetzt ab. Hier haben wir die Schönheit. Hat uns jetzt nicht sonderlich weitergebracht. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig.
So, jetzt treffen wir uns wieder mit Tancred. Wir haben mit allen gesprochen. Aber das mit dem Priester war gerade sehr, sehr... War auf jeden Fall sehr verdächtig. Gut, zurück zu Alfino. Der vergessene Ritter. Da porten wir jetzt hin. Mein Mauszeiger aus dem Bild raus. Einfach nur in den Schwaden treffen. Der wird wahrscheinlich dann unten sein. So, wir nehmen den Stadtätherit erstmal. Ah, den haben wir schon, verdammt. Hätten wir auch hier importen können. Hier ist er schon mal nicht. Boah, wo könnte er denn stecken? Da oben? Na, da ist er. Ja, da hat Tancred den Typen aber gut ausgetrickst.
Denn er hat jetzt nämlich ausgespuckt, dass der Priester wohl offensichtlich dahinter steckt. Hinter den Brandstiftungen. So, wir gehen zu Lucia, tun die Bericht erstatten. Nein, egal was wir nehmen. So, die Aufgabe wäre erledigt. Gehen wir direkt zur nächsten. Licht und Dunkel. Großmeister Emmerich angestiftet. Einer der Papstloyalisten in der Kurie. Vielleicht ein streng Gläubiger. Oder einer, der sich nicht von seinen liebgewonnenen Privilegien trennen möchte. Aber wer könnte das sein? Mir fallen mehr ein, als ich zählen kann. Großmeister Emmerich, eure Verletzungen. Keine Sorge, mir geht es gut. Die Heiler haben ganze Arbeit geleistet. Wir dürfen den Vorfall aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn der Attentäter hinter Schloss und Riegel ist, planen die Hintermänner bestimmt schon den nächsten Schritt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bald wieder zuschlagen würden. Jemand, der die eigene Stadt in Brand setzt, lässt sich nicht so leicht vom Ziel abbringen. Großmeister Emmerich, die Basilika. Eine Gruppe Bewaffneter ist dort eingedrungen und hat sich verschanzt. Hab ich's nicht gesagt? Berichte, was ist geschehen? Die Bewaffneten nennen sich die Brüder des wahren Glaubens. Sie haben den Bereich der Basilika gestürmt, der als Notlager für die Obdachlosen freigegeben wurde. Sie haben ohne zu zögern unsere Wachen niedergeschlagen und die dort versammelten Bürger als Geiseln genommen. Geiseln? Haben Sie Forderungen gestellt? Sie verlangen, dass ihr, verzeiht mir, eure ketzerischen Taten mit dem Leben bezahlt. Außerdem fordern sie, dass umgehend ein neuer Papst gewählt und eine neue Regierung gebildet wird. Was für ein Blödsinn! Haben diese Narren denn rein gar nichts verstanden? Warum ist es nur so schwer, sich von dem alten Glauben zu lösen? Warum hängen noch so viele an den Lügen der Kurie? Wir haben es nicht mit rational Denkenden zu tun. Zuallererst sollten wir uns um die Sicherheit der Geiseln sorgen. Dann nehmen wir uns diese Aufrührer vor. Das halte ich auch für das Beste. Befreien wir die Geiseln. Lucia, nimm dir die Tempelritter, die du brauchst, und sperr die Basilika ab. Keine Maus soll dort herauskommen.
zu Befehl. Hilda, sichere mit deiner Miliz die Fundamente. In den Schwaden gibt es viele, die nicht gut auf die Kurie zu sprechen sind. Sie warten vielleicht nur auf eine Gelegenheit wie diese, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Aber ich will nicht, dass sie auch als Geiseln enden. Um die Befreiung der Geiseln werde ich mich persönlich kümmern. Kann ich dabei auf die Unterstützung des Bundes zählen? Selbstverständlich, Großmeister Emmerich. Ich danke euch, meine Freunde. Dann werden wir auch diese Krise überstehen. Wartet! Lasst mich auch mitgehen. So soll es sein. Also gut, auf geht's. Jetzt wissen wir auch offiziell, wer dahinter steckt. Und wissen auch, wo es als nächstes hingeht. Auf zur Basilika. Mit Emmerich sprechen. Wieder dort. Zum Markt. Okay, nice. Suchen wir Emmerich. Ah, und wir haben einen Solo-Inhalt. Das wird aber, glaube ich, ein längerer, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich hier die Folge beende und wir uns beim nächsten Mal hier rum kümmern und den Solo-Inhalt spielen und dann auch die Story so weiter vorantreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!